Glaubst du, dass eine Manifestation nur etwas physisch Greifbares ist? Nein, Manifestationen sind alles. Alles ist eine Manifestation, auch eine Emotion, auch Gefühle. Das physisch Greifbare, das neue Auto, der Partner, die Reise, das Haus, das sind physisch greifbare Manifestationen, die wir nur schwer verändern können. Aber was wir leicht verändern können, sind die Emotionen, die Gefühle, die ebenso Manifestationen sind. Darauf sollten wir uns fokussieren. Wenn irgendwas nicht läuft, so wie du es willst, wenn irgendwas Mieses passiert, konzentriere dich auf dein Gefühl, auf die Manifestation, die du schnell verändern kannst. 10 Minuten, mehr braucht es nicht, um deine Manifestation in Sachen Emotionen oder Gefühl zu verändern. Egal, ob du traurig bist, wütend bist, neidisch bist, was immer du bist, dein Gefühl kannst du schnell verändern. Wie das geht, erfährst du in Pia und das Glück. Und das wünsche ich dir, dass du lernst, schnell deine nicht physischen Manifestationen zu verändern, denn das ist das Einzige, was zum Ziel führt. Das sorgt dafür, dass deine Energie eine andere wird und damit ziehst du andere Dinge in dein Leben. Bemühe dich nicht, die physischen Manifestationen zu verändern. Verändere deine gefühlsmäßigen Manifestationen. Also, wenn du wissen willst, wie das genau geht, schau dir Pia und das Glück an auf Amazon. Alles Liebe.